Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engelodon, zu einem großartigen neuen Let's Play auf Zwergenfürst RP. Hallo YouTube. Willkommen live im Stream. Jetzt die ersten zwei Parts. Ab Parts 3 dann nicht mehr live. Jetzt willkommen zu einem neuen Stream, zu einem neuen Let's Play Death and Taxes mit dem Zwergenfürst. Ich habe das Spiel bei der Gamescom 2020 online, in der Indie Arena Booth 2020 online kennengelernt und habe mir das seit August 2020 aufgehoben. Er hat mir gesagt, spielst das jetzt noch nicht, lässt er erstmal noch. Ja, so lange habe ich es mir aufgehoben. Ich habe mir gesagt, das mache ich zu meinem YouTube-Jubiläum. Zu 5 habe ich was Besonderes zum 5 Jahre YouTube-Jubiläum. Können wir es anlässlich, deswegen können wir es dann dort im Stream machen. Ja, hier sieht man es auch, Chat with us on Discord. Es ist auf deren Discord bin ich auch schon, habe mit denen auch schon, mit den Entwicklern schon gechattet. Ja, ein schönes Indie-Game, wie ich finde. Ich habe die Demo-Version habe ich sogar schon auf YouTube veröffentlicht. Das kam schon raus bei mir. Muss ich wirklich sagen, die Demo-Version hat sehr viel Spaß gemacht und das Haupt-Let's Play wird jetzt noch viel großartiger werden. Ja, das ist ein Spiel, was ich mir tatsächlich mal gekauft habe, direkt auf Steam. Habe ich nicht geschenkt bekommen. Es gibt so großartige Indie-Games. Und das ist eins davon. Es ist halt... Ja, Options. Können wir gerade mal angucken. Englisch gibt's nur. Okay, es gibt englische Sprache. Streamer-Settings, das ist vielleicht auch interessant. Enable Stream-Mode. Mal schauen, ob es klappt. Mit dem Streamer. Jetzt haben wir noch einen. Können wir Untertitel auf Deutsch irgendwie noch hinkriegen? Es gibt Puffer bei. Okay. Okay, wir starten mal ein neues Let's Play. Wenn es klappt, dann klappt es. Wenn nicht, dann klappt es nicht. Könnt ihr am Stream-Chat einfach mal mitentscheiden. Wenn es funktioniert. Okay, versuchen wir es mal. Wir starten ein neues Spiel. Lemons freigeschaltet. Okay, jetzt haben wir das Intro. Das hatten wir schon in der Demo-Version. Death and Taxes. The Fate. Keep of World Order. Kommt da hinein. Der jetzt nur Lemons kaufen im Supermarkt. Ein neuer Grimm ist geboren. Das bin ich. Das können wir unseren Charakter editieren. Können wir später noch wahrscheinlich verbessern. So viel Auswahl haben wir noch nicht. Wir kriegen wahrscheinlich später noch neue Klamotten. Ich finde den ja süß. Meine bunten Bemalungen im Gesicht, das könnte ich sein. Das könnte zu mir passen. Und eine Bemalung im Gesicht. Obwohl ich den neutralen auch nicht schlecht finde. Verschmierten hier. Ich finde bunt bemalt, passt zu mir. Machst du zwei Farben dazu? Sieht verrückt genug aus. Quietschbunt hier? Na, nee. Ist dann auch nicht. Die graue Jacke mit. Da fehlt noch die rote Krawatte. Ansonsten mit blauem Hemd passt das am besten. So. Yes. Finally.
The new spawn has awoken. What a momentous day. I am honored to welcome you into our world. Spawn... hang on. Spawn number 62. 62, Spawn Nummer 62 bin ich. 262 habe ich da, sehr schön. I am Fate. I am the keeper of world order. Und jetzt können wir antworten. Ja, ist so ein Antwortspiel, da können wir ja. Straight to the point. Great. Wer bin ich? You are in my office. Here to work as a Grim Reaper. Okay. Ist die Lautstärke in Ordnung? Muss der Chat mal gerade sagen. Dafür haben wir jetzt den ersten, Stream, dass wir mal hier gucken, ob die Lautstärke in Ordnung ist. Welcome to your new job as an overseer of Cosmopolis City Subdivision 4, the Sun County Wine Region. I know what you are thinking, and yes, your assignment is choosing humans who have to die. Pretty standard stuff. Ja, unsere Aufgabe ist hier die... Unsere Aufgabe, weil jetzt in einem Chat könnte wahrscheinlich, wenn es klappt, wenn der Bot funktioniert, könnte mitmachen, könnte mitspielen. Unsere Aufgabe ist zwischen, ja, die Menschen auszuwählen. Wir kriegen Formulare vorgesetzt und da steht, da müssen wir abstempeln, zu entscheiden, ob die sterben und ob die am Leben bleiben dürfen. As it is your first day, try to get to know the system. And do not destroy the world, yes? Gallows humor, you see? Right, yes. Clear? Most certainly. Das Wichtigste. The contract stipulates that every death gets a fair salary based on their performance accuracy. Marking profiles correctly is the most important task. If you mark more or less than necessary, you will not get your fee at all. Mhm. Ja, wenn ich schlecht arbeite und wenn ich schlecht markiere, dann wird's mit der Bezahlung ein bisschen schlecht, oder? Wenn ich das falsch verstanden habe. Errors in secondary tasks will reduce the total, even if the primary task is executed correctly. Remember, the fate of the world lies in your hands. Humans march towards the great dying. They always teeter on the precipice, creating endless chaos. We keep humans from falling off. We establish the equilibrium and keep the chaos in check. For that reason, your actions will have consequences. Ja, unsere Aktionen haben Konsequenzen. Wenn wir den Falschen töten, dann ist das Drama hoch. If you want to work here, you will have to change the attitude. Follow me. I will show you your workplace. Okay. One more thing. This will be your 7-day evaluation period. Wir haben eine Probezeit. When the week is done, you will be assessed. Wir haben eine 7-Tage Probezeit. One week to show us what you are made of, Reaper. Verständlich. Let's go. So, das ist unser Arbeitsplatz. Ah, dann haben wir das rote Buch. Vote no. Ah, okay, jetzt habe ich das schon geöffnet. Wollen wir den aber nehmen lassen. Das könnte, glaube ich, irgendwas. Jetzt könnte er. Lass leben und.
und Kill in den Chat schreiben, wenn ich den sterben lassen soll. Kill. Okay, hier habe ich. Seht, das funktioniert. Lasst leben, zusammengeschrieben, wenn ihr das leben lassen wollt. Okay, hier haben wir den. Da sehe ich auch, wurde für Kill gestimmt. 32 Ewald Buddy Neurosurgeon. Ewald, a child Pugdi has been performing brain surgery since the age of 18. Ja, ob ich das jetzt alles vorlese? Okay, ich bin ja grundsätzlich immer ein. Ja, mal die Ruhe ist, die haben wir noch nicht vorgelesen. Wisst ihr? Okay, ein Mensch hat zu sterben. Einen müssen wir sterben, den anderen können wir am Leben lassen. Einen können wir. Das ist die Regel. Das ist in Rot und das andere können wir ausblenden. An den Älteren hier den Cerberus, den Open Weekends. Okay, können wir das einstecken? Okay. Aufs Handy sollten wir vielleicht auch mal drauf gucken. Check out these awesome personal jetpacks. Ich glaube, da sollten wir regelmäßig mal drauf packen. Okay, jetzt haben wir hier einen Stift. Können wir ankreuzen, wer soll sterben. Schauen wir uns erstmal den anderen an. Wir können ja beide töten. So, jetzt hier nochmal abstimmen. Philip Harms, age 20, student. Wir haben hier einen 32-Jährigen, der ist Neurosugian und er ist Student, 20, der ist jünger. Sollen wir den töten, am Leben lassen? Ausruft sein das Leben. Sehr schön. Okay, da hat sich der Chat mit entschieden. Bin ich auch der Meinung, also. Können wir den mal töten? Und den lassen wir leben. Sehr schön. Und rein damit. Unsere erste Entscheidung hier. An unserem ersten Tag. The Goom Office. Okay. Können wir hoch und runter fahren. Aha, okay, da kommen wir zum Fates Office. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Ah, hier unten Quartermaster. Da können wir wahrscheinlich noch nicht hin. Wir können runter oder hoch zum Chef. Ich glaube, wir melden uns erstmal mit dem Chef und dann gehen wir runter zum Quartiermeister. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Oh, the new death spawn. Welcome. How was your first day? Good, good. Wir haben es doch gut gemacht. Wir haben den Älteren sterben lassen. Das ist, halte ich für vernünftiger als den jungen Studenten. Moralisch besser. Ja. Wenn einer von beiden sterben muss, ist bei mir das Alter, zumindest also moralisch gesehen, würde ich sagen, lieber einen Älteren töten als einen Jüngeren, der hat noch länger, der hätte noch ein bisschen länger zu leben. Versteht er? I see exactly one person perished today. As tasked. Wir hätten auch beide töten können. Das hätten wir auch machen können. Aber der Chat hat sich auch entschieden. Simply hat gemeint, ich soll den immer leben lassen. Beste Choice. Ja, das ist irgendwie in gewisser Weise war es die beste Option. Ein hätte sterben müssen und wir haben den Jüngeren gewählt. To be honest, I gave a simple one to begin with. War mir klar, das war leicht beginnen. Sometimes none of the options are good. Natürlich, davon muss nicht. Niemand hat es verdient zu sterben, aber es ist halt. War schon. Such is the unfortunate
indisputable, incontrovertible, ironclad law of cosmos. Question? No. You are to mark the profiles I send you with the marker of death, choosing who lives and who dies. Okay. Afterwards, you fax the files back to me. Haben verstanden. Any specific daily requirements will be noted in the letter. Not that difficult, yes? A new day awaits. Off you go now. Okay, neuer Tag. Wir haben 300 Münzen bekommen. Dann können wir können schlafen gehen. Wird mal zum Quartiermeister hier nochmal reingehen. Guten Tag, Sam. Welcome to Quartermaster Mortimer's Plunder Emporium. As you may guess, I am Mortimer. The Mortimer. The one you may have heard of. The famous, nay, infamous Quartermaster. Okay, You jest. I once scoured many sea and land, alleviating merchantmen from the burden of excess wealth. Mehaps the wares of me Emporium will impress ye more. Browse at your will. Okay, wir können shoppen oder was? Ah, jetzt können wir unser Geld hier ausgeben. Wir haben 300. A coin, the thing which usually makes up the largest portion of any buried treasure. Okay, was bringen diese Coins? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Mhm. Ah, hier, Cat Ears, da haben wir für unseren Avatar können wir Katzenohren kaufen. Das kostet 500, da haben wir noch nicht genug Geld für. Das kostet 500, das kostet 600. Wir haben noch nicht Geld zum Shoppen. Müssen wir noch ein paar Tage hier. Müssen wir noch ein paar Tage arbeiten. Dass wir hier uns Sachen kaufen können. So, hier schlafen gehen. End the day. Yes. Dressing room. I need a mirror for this. Okay. Okay, da müssen wir in den Shop gehen. Hier, the Grim Office. Muss arbeiten gehen. Was damit? Okay, wir haben Geld. Ich tue die mal hier rein. Okay, was steht im Handy? Abnormal Rain Sprout, maybe use this potion. Okay. Das sind nur die Nachrichten. So, okay, jetzt haben wir hier Quota for the Day. Wir haben ein Mensch mit einem Engineering or Industrial Background. Okay. Am Still auf achten im Chat, wenn ihr hier mit entscheiden wollt, ein Engineering oder Industrial Background Beruf. So, was haben wir hier? Haben wir Arlene Holowski, Kobler ist er, 46 Jahre alt. Hier haben wir IT-Techniker, 27 Jahre alt, und hier haben wir ein Soldauer, 45 Jahre alt. Okay, dann fangen wir mal mit dem Jüngsten an. Diesmal fangen wir mit dem Jüngsten an, und das IT-Techniker, 27 Jahre alt, heißt Anthony Rover. Ist ein nice guy, working with failing startup of a friend. Often they walk the golden retriever around at the local park. Meeting other dog owners. Mhm. Lest euch durch.
Er scheint ein netter Typ zu sein. IT-Techniker, hat einen Hund, geht gerne in den Park, trifft sich mit anderen Leuten, mit anderen Hundbesitzern. Ja, ich sag mal 3, 2, 1. Ihr könnt entscheiden, jetzt. Soll er sterben? Soll er leben? Ausrufezeichen, lass leben. Entscheidet oder Ausrufezeichen, kill. Wenn nicht, entscheide ich. Sehr schön. Einmal leben lassen. Meint ihr? Dann haben wir hier noch den Leon. Der ist 46 Jahre alt. Ist Cobbler. Denkt dran, wir müssen einen mit Engineering oder Industrial Backbones töten. Das ist die Pflicht heute. Wir können auch mehr killen, aber einer muss sterben, der einen Engineering oder Industrial Hintergrund hat. Er heißt Leon Holowski, 46 Jahre alt, Cobbler. Leon kennt Even Count, The Amount of Shoes. Have made the dream making shoes that give an understanding how it feels to be in other people's shoes, because actually wearing other people's shoes doesn't really give any particular insights. Ja, könnt euch ein Bild von machen von dem. So, dann sage ich wieder 3, 2, 1, Ausrufezeichen lasst leben im Chat und Ausrufezeichen kill für töten. Jetzt. Der Simply spielt heute mit im Chat. Okay, er meint, wir sollen es. Stehe ich hier auch oben. Also, falls muss ich nicht ansagen, muss nicht mal, wenn ich es mal vergesse anzusagen. Hier, kill, lass leben. Also sterben. Okay, dann haben wir noch einen dritten Charakter. Okay, dann den tue ich mal erst hier rüber. Da leben und da tot. Jetzt haben wir den dritten jetzt hier. Jan Weber, 45, Soldauer. Müsst ihr mir übersetzen, da bin ich nicht so gut, was das heißt. You want a tiny thing fused on another tiny thing using an alloy of this tin and need. Weiter lese ich vor, ist grausam, wenn ich das hier vorlese. Ja, Technologie sehe ich hier. Building and Maintaining, der ist auf jeden Fall, der hat was mit Engineering und Industrial zu tun. 45 Jahre alt. Ja, machen wir kurz einen Prozess. Er entscheidet. Ausruft sein Kill, ausruft sich in das Leben. Auch sterben. Zwei Tote heute. Einer reicht ja nicht, Simply oder was? Wir müssen nur einen Toten, einen mit einem Industrial-Hintergrund. Wir müssen nicht beide killen. Leon Holowski. Die beiden sollen sterben. Okay, den können wir weglegen, wir können. Das sage ich auch, das mach mal. Da bin ich schon dabei, denn lass mal leben. Einen müssen wir sterben lassen, einen müssen wir. Okay, jetzt haben wir hier Jan Weber und Leon. Bin mir nicht sicher, aber sollte mal Löter. Also er hat einen Dream of making shoes.
Also er will sich in andere Leute sehr gut einführen und er will herausfinden, also wenn ich das richtig verstanden habe, will herausfinden, wie es ist, in den Schuhen anderer Leute zu nehmen, also in den anderen. Also er klingt mir doch sehr sympathisch, oder? Wie gesagt, wir müssen einen. Technology Equipment, wir müssen allerdings. Ich würde sagen, hier den lassen wir sterben. Ich will nicht unnötig viele sterben lassen. Ich würde den nochmal leben lassen. Das ist ja. Haben wir jetzt ein bisschen gegen den Moralkodex verstoßen, den Ältesten zu killen, aber ich glaube, den lassen wir nochmal am Leben. Lassen wir noch ein bisschen. Wir töten nur einen. Wir müssen nur einen. Dann machen wir das auch. Dann lassen wir den am Leben. One human will with an drink. Wir müssen nicht übermäßig viele töten hier, das muss nicht, wenn es nicht muss. So, da zum Shopping machen wir erstmal mal Geld haben. Tageslohn holen wir uns ab beim Chef. Grim, how was the second day on the job? Ja, war schon ein bisschen schwieriger. Good. Aber wir sagen mal gut. Did you follow the rules properly? Ich würde sagen, ja, wir haben die Regeln befolgt. Wir haben einen Engineering gekillt, oder? Ja, würde ich sagen. Great. Yes. Everything looks to be in order. Okay, ja, haben wir unsere Arbeit gut gemacht. And do not let tough choices get you down. Great. Na, oder brauchen wir noch nicht am zweiten Tag. Machen wir unsere weiter. You will need it. See you soon. Die Katze. Können wir streicheln? Wir haben Geld bekommen. Gehen wir runter. Jolly Roger! Again ye honor me, tiny abode, with your visit. Eine hübsche Brille haben wir hier. Können wir kaufen. Okay. Wollen wir hier 400 kostet? Ne, 200 kostet es nur. Das kostet 1800. Eine kleine Brille. Keine Get a Vacation. Du wirst Urlaub haben, Modi, oder was? Simply. Ich will eine Brille haben. We don't really plunder educational organizations, eh? Ich koche eine Brille. You can't rob the ideas hiding inside the brain. Well, usually. So where did I get these fancy scholarly glasses, ye ask? Once, they belonged to a royal merchant, whose caravan I hübscher, fancy. So he made me an offer I couldn't refuse. Tis be a powerful artifact, turning one into a formidable business powerhouse. How'd ye think I got a hold of this shop? Okay. Können wir die Brille aufsetzen? Im Spiegel. Hier. Mortimer's. Hat mir was geschickt. Oh, Sekunde. Ich komme nicht raus. Okay. End the day.